denn die Musik ist nicht mehr gut, sie ist nicht mal mehr zu laut. Sieh die Schuhe bitte aus, sonst ist der Flur direkt versaut. Und jetzt steh ich da mit einem Glas in meiner Hand und es ist ein ausgespültes altes Senfglas. Kein Wunsch, den Flur vor dem Klo, keine Schlange. Man pinkelt im Sitzen, kein Bier in der Wanne. Es wird viel, viel weniger geknutscht. Ich glaube, es wird gar nicht mehr geknutscht. Ja, ich komme in ein Alter. Ein Alter. Da bringt man Salat mit. Oder einen Weißwein oder ein leckeres Dessert. Ich glaube, ich mache Panna Cotta. Oder Tomate Mozzarella. Wobei Tomate Mozzarella. Macht man ja allerdings immer in dieser Miniaturversion seiner selbst, ne? Also, Tomate Mozzarella geht zur Cherry Tomate und zur ganzen Baby Mozzarella. Vor allen Dingen, das heißt Baby Mozzarella. Als würde das auch irgendwann wachsen. Ey, das ist ein Milchprodukt. Wenn das wächst, schmeiß es weg. Alles voll Designermöbel, es sieht aus wie eine Rausche. Und denkt sich heute Bücher, statt sondern die Reichte. Jetzt stehe ich da mit meinem gestrichenen Brot. Doch zumindest ist der Aufstrich glutenfrei. Es raucht keiner mehr, alle leben gesund. Man kauft sich ein Kind oder zeugt einen Hund. Alle sprechen über diesen einen finnischen Autor. Keiner feiert mehr das Dschungelcamp. Ich komme in ein Alter. Da bringt man Salat mit. Oder einen Weißwein. Oder was du gar nicht zu Hause hast, ne? Bring vor allem gute Laune mit, ne? Bring echt gute Laune mit. Ich glaube, ich mach Tiramisu oder eine Guacamole. Oh, mal so eine Guacamole. Ist ja gar nicht laktosefrei, verdammt, das vergesse ich jedes Mal. Geht's dir nicht gut? Ich glaube, die gute Laune, die ich mitgebracht habe. Oh nee, war die nicht mehr gut? Ja. War die auch schon laufen? Ja. Wo hast du den denn her gehabt? Nee, hast du die nicht frisch geholt? Da war noch im Kühlschrank. Oh shit, wo war sie? Nee. Die stand super bei Tim. Nee. Wo stand sie genau? Bei den Grillsoßen. Und bei diesem einen Frischkäse, der das Prädikat frisch schon lange Zeit abgelegen hat. Ich muss jetzt nach Haus, ich trinke noch schnell meine Rotweinschorle aus. Hat mir früher ehrlich gesagt auch mal besser geschmeckt aus dem Senfglas und als sie noch aus Bier war. Die ganze Beste raus, oder? Tut mal die Reste zum Mitnehmen ein. Man tauscht noch Rezepte, man dankt für den Wein und dann geht man und kommt heimlich die Wiederholung vom Dschungelcamp in der Mediante. Denn ich bin in einem Alter, in einem Alter. Ich verstehe nicht, was